Hallo, willkommen zurück bei Atlantica Online. Heute mit einer Söldnervorstellung. Und zwar habe ich ja schon einige Videos zu verschiedenen Söldnerarten gemacht. Es war mir ehrlich gesagt allerdings zu unausführlich für die speziellen Söldner, zu allgemein. Und deswegen versuche ich was Neues und versuche mal einen einzelnen Söldner vorzustellen. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das so passt oder ob ihr noch mehr oder andere Informationen braucht. Ja. Und heute soll es um den Söldner oder um die Söldnerin, die Tarkan, gehen. Die Tarkan, könnt ihr auch in der Spielinfo nachschauen, ist natürlich ein Axtsöldner, Spielinfo Klassen, Axtsöldner. Und die Tarkan wird in der späteren Aufwertungsstufe ab 100 zur Attila, also die Söldnerin Tarkan bzw. Attila. Ja, woher bekommt ihr sie? Im Moment gibt es sie leider ausschließlich über einen Itemshop, aber sie gab es auch schon relativ oft über verschiedene Events. Ja, ich verlinke in den Kommentaren mal den Itemshop. Da könnt ihr kaufen Attilas Banner bzw. Attilas Paket, das sind auch schon Bücher und Aufwertungen mit drin. Ja. Aber auf jeden Fall ein Axtsöldner, der aktuell im Itemshop erhältlich ist. Natürlich als Axtsöldner auch ein Nahkämpfer und der normale Angriff trifft drei Ziele in Reihe. Ich denke, ich demonstriere das kurz mal. Und zum Tod, das ist immer ganz easy. Greifen wir einfach mal einen an. Ich habe jetzt aktuell auch nur den Main und die Tarkan an. Und ihr seht, hier sind drei Gegner in einer Reihe. Ich kann natürlich nicht die hinteren angreifen. Und es macht natürlich mehr Sinn, die Mitte anzugreifen. Weil auf dem mittleren Ziel ist der Hauptschaden und auf den Außenzielen nur noch halbierter Schaden. Es ist wie gesagt der Angriff im normalen Kampf. Und dann demonstriere ich auch noch, wie der Angriff im TGS ist, also im taktischen Gefechtssystem. So gehen wir mal nach Afrika. In die höchste Gefechtsebene. Aber ist auch nicht sonderlich spannend, kann ich schon mal vorwegnehmen. Auch da trifft die Attila bzw. die Tarkan drei Ziele bzw. Auch nebeneinander wie in einer Reihe. Jetzt kriegen wir noch eine Ad-Gruppe. Ich zeige es deswegen auch im TGS nochmal, weil bestimmte andere Klassen, da ändert sich das, wie zum Beispiel bei der Motorsäge. Jetzt greife ich zum Beispiel den an, dann treffe ich die zwei hier. Genau. Ja, während wir hier noch am Kämpfen sind, ich mache mal kurz Autokampf an, kann ich schon mal weiter sagen, wie die Aufwertungen sind für die Tarkan. Die Tarkan beziehungsweise die Attila ist ein Grad B-Söldner. Moment, wo haben wir sie? Da. Grad B-Söldner. Also A ist natürlich, oder beziehungsweise S ist der beste, dann kommt A, B, C und D. Und es besagt immer die verschiedenen Aufwertungen, wie man sie aufzuwerten hat, was man braucht dafür. Und Grad B braucht eben Seelenkristalle und im Fall der Attila braucht die eben Riesenseelenkristalle bzw. Riesenseelenjuwele. Damit sie voll die komplette 160er Aufwertung hat, das ist aktuell natürlich die höchste, braucht man 150 Riesenseelenkristalle und 440 Riesenseelenjuwele. Ja, dann kommen wir zur Ausrüstung.
als Nahkämpfer natürlich, wie in der Spielinfo nachsehen könnt, ist natürlich wichtig Kraft, also nur für Nahkämpfer steigert es die Angriffskraft und natürlich auch die Vitalität, weil die soll ja auch etwas aushalten. Deswegen auch die Priorität bei der Tarkan auf Stärke bzw. Kraft, wie es auch oft heißt, und Vitalität gelegt. Das heißt, natürlich immer am wichtigsten ist die Waffe. Da gibt es, ich sag mal, 3 oder 4 Endgame-Waffen. Das ist die Mino-Axt, die Wutverschlingende, die 135er. Die zeichnet sich durch einen sehr guten Proc aus. Genauso wie die Grendels Groll-Axt. Ich nehme mal an, die sind in etwa identisch. Dann die 165er-Axt. Und eventuell auch noch die L-Jupiter-Axt oder Jupiter-Axt. Hatte ich leider noch keine in der Hand, aber ich nehme an, dass die auch sehr, sehr ordentlich ist. Kann ich aber nicht genau vergleichen jetzt. Dann, was ist nach der Waffe wichtig? Nach der Waffe ist das wichtigste Item vom Nahkämpfer oder von insbesondere auch von der Tarkan der Panzer. Da ist eben Kraft und Vitalität drauf, vor allem Vitalität, aber als einziges Item eben auch Kraft. Dann auch wichtig die Hose mit Vitalität. Und als drittes, beziehungsweise als viertes nach den Waffe, Rüstung und Hose auch noch wichtig die Handschuhe. Auch da ist Vitalität drauf, wenn auch deutlich weniger natürlich als auf der Hose. Die restlichen Items sind eher untergeordnet, nicht so extrem wichtig, weil da eben nur Geschick bzw. im Fall vom Helm nur Intelligenz drauf ist und darauf nicht sonderlich ankommt. Außerdem kann die Tarkan kein Schild tragen, deswegen ist der Slot hier frei, aber man kann einen Hüterschein reinmachen. Er steigert dann zum Beispiel Verteidigungskraft oder für TGS auch. Oder sonderlich sehr interessant könnte sein, Hüterstein der Aufweckung, dann kann sie, solange sie keine Stille drauf hat oder sowas, nicht gestunt werden. Dann, ich benutze sie aber im Normalfall nicht, für normale Kämpfe ist es mir zumindest das zu teuer. Dann kann man im Amulett-Slot, hier, kann man hier die Phönix zerstörende Steine reinmachen zum Beispiel. Die Angriffskraft geben. Auch möglich wären die natürlich hier die normalen Zerstörer-Amulette für Magie-Fertigkeitsstufe. Die lohnen sich aber bei der Tarkan eher nicht. Dazu werde ich später bei den Fähigkeiten bzw. bei den Magien kommen. Aber wenn ihr da was draufpacken wollt, damit ihr stärker werdet, würde ich auf jeden Fall die Phönix zerstörenden Steine euch empfehlen. Ja, dann kommen wir zu den Grundwerten, das heißt den Basiswerten, die die Tarkan aufweist. Dafür habe ich euch eine Grafik gemacht. Und zwar seht ihr in dieser Grafik die 6 Grundwerte, die ein Söldner hat. Von der Attila wären das Stärke 952, Geschick 490, Verteidigung 2292, Intelligenz 384, Vitalität 672 und Magieverteidigung 185. Ich habe euch auch nochmal 2 andere Axtsöldner hier in die Grafik mit reingenommen. Das wäre der Druide und der Lich. Das sind allerdings beides A-Söldner. Bedenkt, die Attila ist, ich sag mal, nur ein B-Söldner. Das ist daher wesentlich kostengünstiger zum Aufwerten. Was allerdings bei den Anschaffungskosten und bei den Kosten für die Bücher für die Attila nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Ihr seht, die Attila hat weniger Stärke, das heißt, die schlägt grundsätzlich weniger stark zu, was sie allerdings mit ihren Fähigkeiten, mit ihren passiven Fähigkeiten, auf die wir später eingehen, ausgleichen kann. Geschick ist in der Mitte mit 490 und Verteidigung 2292 und Vitalität 672, also die eher defensiven Fertigkeiten sind relativ hoch. Intelligenz liegt mit 384 in der Mitte und Magieverteidigung ist
niedrig mit 185. Ja, das sind die Grundwerte im Vergleich zum Druiden und zum Lich, also den anderen zwei guten bzw. brauchbaren Axtsöldnern, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, gute Verteidigung ist eventuell sogar der beste erste Reihe Axtkämpfer. Angriff, wie gesagt, leicht schwächer. Außerdem, habe ich vorhin nicht erwähnt, Handlungskraft minimal, liegt bei der Attila bei 68 bis 90, also minimal bei 68, plus 8% pro freien Platz. Das heißt, bei plus 8% pro freien Platz bedeutet es, dass ihr auf 81 kommen müsst. Das heißt, ihr bräuchtet noch plus 13 Handlungskraft auf der Ausrüstung. Das ist leider sehr, sehr schwierig zu erreichen. Das heißt, die Attila hat relativ niedrige Handlungskraft. Und 81 bzw. 100 Handlungskraft in der ersten Runde wollt ihr auf jeden Fall haben, damit sie immer drankommt. Plus 13 könnt ihr leider nur erreichen, aktuell zumindest, mit entweder auf der Ausrüstung Handlungskraft oder mit einem Riederan Ringset, also böser Ring, kraftvoller Ring und Halskette und zweimal Jupiter Ohrringen. Das wäre der einzige Weg. Also Handlungskraft ist relativ niedrig bei Axtkämpfern und bei der Attila im Besonderen. Ja, und nachdem wir uns jetzt die Grundwerte der Tarkan angeschaut haben, schauen wir uns natürlich auch noch die Fähigkeiten bzw. die Skills oder Magien an. Die hat drei Stück. Der erste wäre unaufhaltbar. Hier steht, erlaubt es dem Anwender, härter zuzuschlagen und Betäubungszaubern zu widerstehen. Das ist etwas inkorrekt, muss ich sagen. Es sind nicht Betäubungszaubern, die die Tarkan widersteht, sondern ja, Zauber wie eisige Axt, Eisgrad-Axt, Waldgefängnis oder Schildangriff. Also sie widersteht nicht Betäubungszaubern wie von der Walküre oder normaler Betäubung, sondern so Bewegungsunfähigkeitszaubern, also keine Stunt-Zauber. Und das zeige ich euch hier auch nochmal beim Boss hier, im Weg der Unsterblichkeit, der hier rumrennt. Das ist einer der Münzbosse. Außerdem könnt ihr hier nochmal den Tarkans Wille, unaufhaltbar sind wir, könnt ihr sehen. Auf Stufe 60 bringt es 966 Angriffskraft. Auf 80, was die Maximalstufe darstellt, wären das 1246. Also schon ganz ordentlich. Meine hat jetzt 27 bis 36.000. Geht sie hier noch etwas mehr. Aber das sind in etwa 1000 Angriffskraft schon zumindest etwas. Achtet mal am Anfang vom Kampf drauf. 966 Angriffskraft. Und hier Angriff plus 966. Seht ihr jetzt hier. Jetzt warten wir mal auf den Boss. Der kann nämlich uns eineisen. Natürlich noch nicht in der ersten Runde. Da warten wir jetzt natürlich drauf. Auch noch nicht in der zweiten. Aber in der dritten Runde, jetzt sind wir hier betäubt, mein Main ist auch eingeeist und die Attila auch, aber in der nächsten Runde ist sie direkt wieder frei. Und das ist eben durch den passiven Skill hier unaufhaltsam. Außerdem, wenn wir schon hier sind, können wir uns auch gleich den zweiten Skill anschauen. Ich mache jetzt mal nur über die Fähigkeiten. Und zwar ist es Tarkans Wille. Das ist der einzige aktive Skill, deswegen solltet ihr den auch auf Q legen. Dann könnt ihr ihn mit Rechtsklick direkt zaubern. Ups, jetzt habe ich ihn verpasst in der Runde. Tarkans Wille ist ein Selbstbuff. Ähnlich wie unaufhaltbar, der allerdings passiv ist. Der Tarkans Wille ist aktiv. Einfach aktivieren.
mit Q. Und zwar bringt der hier auf Stufe 40, wie ihr seht, habe ich den 45 Angriffskraft, 12 Genauigkeit, 46 Mehrfachtreffer. Ja, kritische Treffer, das stimmt natürlich leider nicht, dass es so viel bringt. Und 88 zusätzliche Angriffskraft. Negativer Effekt, und ihr seht es auch hier schon, der wird unkontrollierbar dadurch. Hält etliche Runden, 9 Runden. Also der greift wie, als ob ein Söldner unter göttlicher Wille oder unter Seetswille ist, unkontrollierbar an, also irgendwo. Hier in dem Fall ist natürlich klar, ist es nur noch ein Gegner da, der wird dann von der Attila natürlich angegriffen. Auf Stufe 80 würde es 940 Angriffskraft, 16 Genauigkeit, 74 Mehrfachtrefferrate, 77 kritisch und 112 Handlungskraft bringen. Ihr könnt die ganzen Skills auch nochmal auf der Atlantica DB beziehungsweise aus der gecachten Version der Atlantica DB nachlesen. Jetzt hat die Attila den Gegner so platt gemacht. Wir greifen natürlich nochmal einen an. Schauen wir mal, ob wir den Boss nochmal finden. Weil könnt ihr den da nochmal nachlesen. Der dritte Skill ist auch ein passiver und der ist meiner Meinung nach der beste von den Skills. Und zwar ist es der spaltende Schlag. Basisangriff verursacht zusätzlichen Schaden und schwächt die gegnerische Verteidigung. Das Interessanteste ist eben, dass es auf auch wieder eine Reihe wirkt. Zeige ich jetzt nur mal auf den Boss. Und zwar ist es das. Hier die Axt, die man da hier sieht. Und schwächt eben die Verteidigung auf Stufe 80 um 2939. Könnt ihr auch auf der Atlantica DB nachlesen, wie das so skaliert. Aber verteidigungssenkende Effekte sind extrem nützlich. Weil der Schaden, den ihr dann mit allen Söldnern macht, extrem erhöht wird. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, diesen Skill hier immer anzuhaben, also automatisch nutzen auf jeden Fall. Genauso wie den Unaufhaltbar. Den Tarkans Willen würde ich euch eher nicht empfehlen. Den finde ich wenig nützlich. Da es wie gesagt ein aktiver Skill ist und die meisten Gegner, jetzt ausgenommen hier solche Bosse, natürlich relativ früh sterben. Und ihr dadurch mit der Attila eine Runde vergeuden würdet, wenn ihr den quasi benutzt. Aber wegen dem spaltenden Schlag würde ich euch auch empfehlen, euch eure Attila in eurer Autokampfreihenfolge, also in eurer Schnellleiste hier relativ weit links zu setzen, da es natürlich gut ist, früh in eurer Angriffsreihenfolge einen passiven Verteidigungs-Debuff zu haben und reinzusetzen. Ja, das sind die drei verschiedenen Skills. Ich würde sie auch nochmal in ihrer Wichtigkeit bewerten. Der spaltende Schlag ist meiner Meinung nach mit Abstand der wichtigste. Er hilft euch bei Bossen, vor allem bei TGS-Bossen. Ich habe die Verte der Verteidigungs-Debuff ist sehr, sehr gut. Ja, Tarkans Wille ist wie gesagt der einzige aktive Skill. Den finde ich nicht sonderlich nützlich. Könnt ihr aber natürlich auch hochmachen. Den benutze ich zum Beispiel im TGS nur, wenn ich gerade nichts zum Draufhauen habe, wenn ihr gerade am Laufen seid. Unaufhaltbar ist natürlich ein schöner Skill. Passiv zusätzlicher Angriffskraft ist gleich zusätzlicher Schaden. Ist natürlich immer gut. Ja, als Fazit zur Tarkan nochmal möchte ich sagen, dass es ein sehr stabiler erste Reihe Axtkämpfer ist, wie ihr bei den Grundwerten gesehen habt. Vielleicht sogar,
oder wahrscheinlich der stabilste erste Reihe Axt-Söldner. Ist natürlich, wie ihr bei den Magien gesehen habt, sehr, sehr einfach zu spielen. Es gibt nur einen aktiven Skill, den ihr allerdings eher nicht benutzen werdet. Ansonsten einfach nur immer draufhauen. Kann natürlich keine Flieger angreifen, habe ich denke ich noch nicht erwähnt, aber dürfte ja klar sein als Nahkämpfer. Hat auch keine Angriffsmagien oder so. Einfach nur draufhauen. Das Interessanteste bei der Attila ist vor allem, wie gesagt, der spaltende Schlag. Verteidigungs-Debuffs sind sehr, sehr effektiv. Und da dieser passiv ist, ist der nochmal um einiges besser. Als Nachteil von der Attila würde ich sagen, die Anschaffung aktuell nur aus dem Item-Shop. Und vor allem auch die Skills zum Hochskillen sind daher sehr, sehr teuer. Es kann sein, dass ihr den mit Atlas-Erz hochmachen müsst. Und die Attila wird deutlich effektiver und nützlicher, wenn die zumindest der spaltende Schlag hoch ist. Ja, das war meine erste Söldnervorstellung. Wie gesagt, zur Attila. Die Attila ist ein recht einfacher Söldner. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ich noch zusätzlich dazu machen könnte, zu den Söldnervorstellungen, ob euch diese hier so gepasst hat. Ich weiß, wie gesagt, wie bei all meinen Videos ist es immer recht ausführlich und lang, aber vielleicht hat es euch trotzdem gefallen und hoffentlich schaut ihr auch meine nächsten Videos. Ich sage dann danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal.